In den unermesslichen Weiten des Universums, wo sich Mysterien entfalten und Geheimnisse offenbart werden, liegt ein Leuchtfeuer der Erleuchtung und des Verständnisses. Willkommen bei Mysteriöses Zentrum, dem Knotenpunkt von Mystik und Offenbarung. Begleiten Sie uns auf unserer Reise in die Tiefen des Unbekannten, um lange verborgene Wahrheiten ans Licht zu bringen und die Macht der Lichtarbeiter zu entfesseln. Lasst uns die Entdeckungsreise beginnen. Die Menschheit zu erheben geht über das Rampenlicht hinaus, und man braucht kein Podium oder einen Titel, um erleuchtende Energie in die Welt zu strahlen. Ihr Standort oder Ihr Beruf schränken Ihr Potenzial nicht ein, ob Sie sich in einer gewöhnlichen Umgebung befinden, in eine Routinearbeit vertieft sind oder in die Weite der alltäglichen Realität eintauchen. In diesen Momenten habt ihr das Potenzial, die Essenz eines Lichtarbeiters zu verkörpern. Deine echte Leidenschaft, deine unerschütterliche Freundlichkeit, dein hingebungsvoller Dienst und deine angeborene Positivität bleiben nicht unbemerkt. Sie werden zu einem Leuchtfeuer für viele. In deiner Authentizität und der Übereinstimmung mit deiner inneren Wahrheit liegt deine Kraft. Diese aufrichtige Widerspiegelung deiner selbst löst nicht nur positive Transformationen in deinem Umfeld aus, sondern entzündet auch das schlummernde Licht in ihren Seelen neu. Innerhalb des Spektrums der Lichtarbeiter gibt es 12 verschiedene Typen, die jedoch alle ein gemeinsames Ziel haben, die Menschheit zu erheben. Sei es durch Heilung, Inspiration oder das Hinführen zu einem helleren Weg, ihr Dienst ist unvergleichlich. Wenn du dich auf diese Reise begibst, höre genau auf deine innere Stimme, denn sie wird dir die einzigartigen Gaben enthüllen, die tief in dir liegen. 1. Die Torarbeiter und Torwächter. In der ätherischen Tapisserie der Existenz weben diese Lichtarbeiterfäden, die die erwachten Seelen verbinden. Sie sind die Architekten unsichtbarer Brücken, die Wege erschaffen, die es den Strömen von Licht und Liebe ermöglichen, frei zu fließen. Mit ihren einzigartigen Gaben bearbeiten sie nicht nur Gaias verschlungene Netze, sondern öffnen auch Portale, die höhere Intensitäten der Erleuchtung und Zuneigung in unser Reich rufen. 2. Die göttlichen Wächter. Wie uralte Wächter stehen sie entschlossen da, kanalisieren und halten Frequenzen fest, die andere kaum ergründen können. Inmitten von Chaos und Dunkelheit leuchten sie mit unerschütterlichem Glanz und dienen als Leuchttürme, die wandernde Seelen leiten und von Verzweiflung getrübten Herzen Hoffnung einflößen. 3. Die Übermittler. Als mystische Alchemisten des spirituellen Bereichs tauchen sie in die Schatten ein und verwandeln Dunkelheit in Licht, Negativität in Neutralität. Ihre Rolle ist heilig, indem sie sich mit vergangenen karmischen Schulden befassen, insbesondere mit denen, die in den Ahnenlinien nachhallen, reinigen und erneuern sie und ebnen Wege der Klarheit und des Gleichgewichts. 4. Die Heiler. Dies sind die geflüsterten Legenden, die mitfühlenden Seelen, die nicht nur den Körper, sondern auch das Wesen der Menschen berühren. Heilung geht über das Greifbare hinaus. Sie erreichen die emotionalen, mentalen und ätherischen Schichten der Existenz. Besonders die Empathen unter ihnen verfügen über ein Reservoir an Heilenergie und haben die unheimliche Fähigkeit, Schmerz zu spüren und zu heilen. 5. Die Seher. Mit einem Auge, das über das Greifbare hinausblickt, enträtseln diese Lichtarbeiter die Geheimnisse, die sich hinter dem Alltäglichen verbergen. Sie sind die Visionäre, die Wahrheiten enthüllen, die im Offensichtlichen verborgen sind. Ob sie als Hellseher, Wahrsager oder einfühlsame Fachleute dienen, sie bringen Licht in die dunklen Pfade und führen die Verlorenen zur Wahrheit. 6. Die Hüter des göttlichen Plans. Als Hüter der kosmischen Pläne dringen sie in die Tiefe ein und erhalten Zugang zu Codes, die erwecken und erleuchten. Durch die heilige Sprache der Geometrie und der göttlichen Symbole erzählen sie Geschichten über kosmische Pläne und bieten Einblicke in den großen Plan des Universums, der den Augen der Sterblichen oft verborgen bleibt. 7. Die Träumer. Als Navigatoren der Traumlandschaften reisen sie dorthin, wo sich nur wenige hinwagen, und durchqueren interdimensionale Korridore. Ihre Erfahrungen sind keine bloßen Träume, sondern tiefgreifende Reisen, aus denen Inspirationen hervorgehen, die Kunst, Technologie und Erfindungen formen und unsere Welt mit genialen Strichen bemalen. 8.
Die Boten. Als Orakel des Zeitalters sind sie mit göttlichem Geflüster gesegnet und übermitteln Botschaften aus jenseitigen Welten. Sie sind die Stimme des Ätherischen, teilen Visionen und arkane Weisheit, die als Leuchtfeuer dienen und die Seelen durch das Labyrinth der Existenz führen. 9. Die Demonstranten. Als Meister der Absicht kanalisieren sie die Energie des Kosmos, um Realitäten neu zu manifestieren. Mit herzzentriertem Fokus stellen sie sich eine harmonische Welt vor, indem sie Fäden der Positivität, des Lichts und der Koexistenz zusammenweben und sicherstellen, dass ihre Schöpfungen mit dem höchsten Wohl aller in Einklang stehen. 10. Die Aufstiegsbegleiter. Als Pioniere des spirituellen Aufstiegs erklimmen sie Höhen der Erleuchtung, die nur wenige ergründen können. Ihre Lehren, die oft über die konventionelle Weisheit hinausgehen, beleuchten die Fallstricke auf dem Aufstiegspfad und sorgen dafür, dass die Suchenden weise vorgehen und die Fallen blinder Spiritualität vermeiden. 11. Diejenigen, die den Weg zeigen. Als lebende Verkörperungen der Wahrheit strahlen sie Authentizität aus, inspirieren und erinnern andere an ihre göttliche Bestimmung. Ihre bloße Existenz dient als Zeugnis, motiviert andere Lichtarbeiter und erinnert sie an die Essenz ihrer Reise. 12. Die Vereiniger. Dies sind die kosmischen Weber, die den zusammenhängenden Wandteppich von Philosophien, Gedanken und Wahrheiten erkennen. Ihre Gabe besteht darin, Trennungen zu überbrücken, verschiedene Weisheitsströme zu verschmelzen und sicherzustellen, dass sich Lichtarbeiter des gesamten Spektrums vereinigen und ihre kollektive Wirkung verstärken. In den unermesslichen Weiten unseres Universums, wo sich Mysterien entfalten und das Unbekannte winkt, stehen Lichtarbeiter als leuchtende Leuchtfeuer und führen die Menschheit durch die Schatten der Existenz. Jede Art von Lichtarbeitern ist einzigartig in ihrer Aufgabe und tiefgreifend in ihrer Wirkung und dient als Zeugnis für den grenzenlosen Geist des Dienens, der Liebe und der Transformation. Auf unserer Reise durch diesen himmlischen Wandteppich sollten wir uns stets an die Rolle erinnern, die diese himmlischen Führer bei der Gestaltung unserer Welt, der Heilung unserer Wunden und der Erhellung unseres Weges spielen. Denn in ihrem Licht finden wir Hoffnung, in ihrer Weisheit Klarheit und in ihrer Gegenwart den unbestreitbaren Beweis für ein Universum, das uns liebt, unterstützt und sich mit uns unendlich weiterentwickelt. Lebe wohl, lieber Suchender, bis wir uns an den Ufern einer anderen mystischen Offenbarung wiedersehen.